DFB-Pokal, 20:45 Uhr, milde 25 Grad, volles Haus. Der erste FC Magdeburg spielt am Montag im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt. Auch 2016 trafen die beiden Mannschaften in der ersten Pokalrunde aufeinander. Cheftrainer Christian Tietz erwartet einen schweren Gegner. Es hat auch die Eintracht gezeigt, wie gefährlich sie ist gerade, wo du bei Tempo Gegenstößen darauf achten musst, weil sie sind in der vordersten Linie enorm schnell, mit enorm schnellen Spielern besetzt. Sie haben weitere Spieler, die schnell umschalten. Und wo wir auch wissen, wo immer eine Gefahr lauert, wenn sie über ihre Außenbahn kommen und dann aus dem Halbfeld die Eingaben nach innen reinspielen. Da müssen wir wirklich auf der Hut sein, die Dinge gut verteidigen, eine gute Restverteidigung aufgestellt haben und auch öfters wirklich eng beim Mann dabei sein. Florian Kahrt, Luca Schuler und Maximilian Franzke fehlen weiterhin aufgrund ihrer Verletzungen. Dafür kann Christian Tietz möglicherweise auf den vom VfB Stuttgart neu ausgeliehenen Offensivspieler Ömer Beyaz zurückgreifen. Die Mannschaft fiebert dem Flutlichtspiel bereits entgegen. Uns erwartet ein schönes, ereignisreiches Spiel vor schöner Kulisse, Flutlicht, Pokalabend, alles ist möglich und wir freuen uns einfach drauf. Ich glaube, in so eine Spiele braucht man in gar keine Details reingehen. Es ist einfach eine schöne Gelegenheit, zu zeigen, was man drauf hat. Und wir freuen uns einfach unglaublich. Für diese ausgelassene Stimmung sorgte wahrscheinlich auch der Sieg im letzten Zweitligaspiel gegen den KSC. Für die Psyche und für das Selbstvertrauen sind Siege was ganz Wichtiges. Und deswegen war es natürlich sehr entscheidend, dass wir nach der Heimniederlage es geschafft haben, in Karlsruhe zu gewinnen. Und ich glaube, was den Jungs aber sehr viel mitgibt, dass wir knapp die ersten 60 Minuten wirklich in dem Spiel drin waren, das Spiel eigentlich für uns schon auf die Seite gezogen haben. Und jetzt kam ein Faktor mit dazu, der wird uns auch hier am Montagabend erwarten, dass ein Gegner Waffen hat, die er gegen dich setzt, mit der Wucht, mit dem schnellen Spiel, mit den Eingaben von außen, mit den Umschaltmomenten. Und da haben meine Spieler auch gesehen, dass wenn sie konzentriert sind, dass wenn sie dagegen halten, dass sie auch eine Chance haben, diese Dinge zu verteidigen. Anpfiff ist um 20.45 Uhr in der MDCC Arena. Wer es nicht ins Stadion schafft, kann das Spiel auch live in der ARD sehen.